Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Warnung, die im nachfolgenden Video gezeigten Inhalte sind für Zuschauer mit Emetophobie oder einer Empfindlichkeit gegenüber Erbrochenem nicht geeignet. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise, nein, das werde ich nicht unter Ramses Kitchen machen, aber wir sind heute mal in meiner Küche. Ich dachte eigentlich, wir machen das wieder draußen, aber an der frischen Luft entweicht ja der ganze gute Fischduft, denn wir haben ein Paket bekommen und hier ist drin eine Dose Surströmming. Surströmming. Könnt ihr hier gucken, original, die ist auch schön gewölbt, wie man sieht oder auch nicht sieht. Auf jeden Fall wollen wir die heute aufmachen. Hinweis, nach dem Versand bitte bis zum Verzehr im Kühlschrank bei 4 bis 6 Grad lagern. Oder innerhalb von 7 Tagen verbrauchen. Gut, ich habe die jetzt, seitdem die kam, war die in dem Päckchen hier und lag im Schrank. Und es ist momentan sehr warm, ihr wisst Bescheid. Wir haben uns heute, beziehungsweise wie Natururin würde ich aber wieder sagen, nee, Natururin am Start wieder mal. Deshalb auch erstmal scheiß Bier trinken, das muss auf jeden Fall noch rein. Ditchen und ich, wir haben uns nämlich heute, das ist der Ditchen, wir haben uns nämlich gleiche Voraussetzungen geschaffen. Jeder hat heute Chili Cheeseburger gegessen und zwei Bier getrunken, beziehungsweise ich habe zwei Chili Cheeseburger gegessen, er einen, aber er ist ja fett und happy, steht auf dem T-Shirt, ich auch, wie man sieht, deswegen erstmal Prost an Natururin, der ja auch nominiert wurde, das Surströmming Wasser zu trinken, weil Flatti ja ein Special hatte, da hat er auch die Surströmming Dose geöffnet, hat insgesamt 40 Minuten gebraucht. Hat sich einen Strumpf über die Hand gezogen, weil er sich irgendwie geschnitten hat. Hat dann das Surströmming Wasser getrunken in der Challenge. Hat mich auch nominiert. Dazu kommen wir aber in einem extra Video. Heute geht es wirklich darum, Dose auf, gucken, wie riecht das? Flatti hatte einfach nur so, boah, das riecht aber ekelhaft. Aber kaum eine Reaktion. Die meisten übergeben sich sofort. Bei ihm sah das anders aus, ne? Deswegen, hier steht jetzt auf dem Tisch. Ich nehme mal einen Hieb. Wir wissen noch nicht, ob wir das dann hier in der Luft aufmachen. Irgendwie so ansetzen und dann irgendwas oder vielleicht hier, ich habe einen Eimer, der Pinschen hat auch einen Eimer, dass wir das vielleicht so hier draufstellen, da seht ihr das ja noch und ob man das besser machen kann, wenn das hier auf dem Eimer ist. Der Pinschen hat auch die ehrenvolle auf... Ne, das kannst du nicht machen. Ich brauche doch den Eimer. Bis jetzt, wenn jemand gebrochen hat, war ich immer das. Du kannst nicht meinen Eimer nehmen und da die Dose aufmachen, wenn ich den Eimer brauche zum draufbrechen. Also, ich trinke einen Schluck Wasser, Bier. Wasser. Spaß. Ich trinke einen Schluck noch 500 Dosenbier. Dann machen wir mal die Dose auf. Sind wir gespannt. Wenn ihr schon mal Surströmming hattet, schreibt es in die Kommentare. Eigentlich wollten wir das ja auch im Zelt machen, im Park, aber da war das mit der Kamera aufstellen. Ging gar nicht und voll wenig Platz. Deswegen sitzen wir jetzt in der Küche. So, ich bin gespannt. Willst du anfangen? Willst du es machen? Wir haben hier einen schönen Fackelmann. Dosenöffner, ihr seht, da ist nichts weiter dran. Normalerweise, wenn man mit dem was aufmacht, der bricht die Kanten auch alle ab, dass ihr euch nicht schneiden könnt und der Deckel klebt dann einfach am Dosenöffner und ihr könnt das einfach abheben und könnt damit Frisbee spielen. Ihr habt keine scharfen Kanten, also richtig guter Dosenöffner von Fackelmann, keine Produktplatzierung. Ich muss meinen Rest noch trinken, ich bin gespannt. So, die ist auch weg. Einmal steht auch in der Nähe. Kann man das nicht hochhalten? Ja, ich muss mal ran. Geht das, wenn ich das so halte und du dann reinstichst irgendwie? Action. Hängt dran auf jeden Fall. Cool. Dann versuch mal zu drehen. Also, Geruch kommt raus. Genau. Ach, du musst schon mitmachen. Okay. Wie? Ach, oh. Genau. Das dreht sich doch von alleine, Bruder. Wie viel Pups? Ja. Der Ditchen vorhin einfach noch Pups gelassen und gesagt, schlimmer als der Fisch kann es nicht sein, aber. Okay, du mal, ich weiß. Alter, mir läuft irgendwas hier. Die Pfote runter, keine Ahnung. Wir sind ja vorbereitet. Ja, das ist komisch gemacht. Ich geb's schon zu. Stell's mal genau, wir stellen es mal kurz hin. Wir drehen es mal kurz auf. So, da müssten wir ja eigentlich gut durchkommen. Das
mir schlimmer vorgestellt. Beziehungsweise man kann das jetzt so in die Hand nehmen, das fällt auch gar nicht runter. Guck dir das an, du hältst runter, weil die Dose runterfällt. Weiß ich nicht, riecht wie irgendwas Verwestes auf jeden Fall. Wieder hin. Oder wie einer meine, riecht nach Arsch. Aber manche haben ja schon beim Öffnen der Dose einfach gekotzt. Oh, jetzt seht ihr, jetzt musst du wieder einmal mal zurück. Quatsch, ich muss doch nicht zurück. Ja doch. Ach, verdamm ich noch mal. Hier ist auf jeden Fall der Deckel auf. Ihr seht, da passiert nichts mit. Ihr könnt euch nicht schneiden. Wunderbar. Wir legen den mal irgendwo hin. Kann man das sehen? Reich's mal vor in die Kamera. Hast du's? Ja, ich hab den auf jeden Fall. Seht ihr das? Hier schwimmt auch was drin rum. Ja, das sieht also schon mal gut. Nicht wie beim Flatti. Beim Flatti waren da ja nur Kreden drin. Irgendwie, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Der hat nur Kreden in der Dose gehabt. Ihr könnt aber noch eine Brise nehmen. Ja, das sieht bloß räudig aus, ja. Es riecht schon eigenartig, aber bis jetzt weiß ich nicht. Vielleicht einfach zu sehr abgehärtet. Es ist auf jeden Fall so strömig. Ich weiß nicht, was ist los, Mann? Ist die Dose kaputt? Die ist gar nicht so schlimm, wie man dachte. Ja, willst du da jetzt mal was nehmen und probieren? Eine Gabel, oder? Wie Gabel? Als ob wir eine Gabel hätten, Mann. Da vorne sind Gabeln. Sieht doch gut aus. Eigentlich isst man da immer sonst was dazu. Kann man den ganz in den Mund nehmen? Na. Also mir geht's gut. Genau, ziehen wir aus. Alter, der besteht ja nur. Jetzt sieht's aus wie. Nicht, dann wird das Video wieder gesperrt. Guck's dir nicht an. Muss man die Kamera halten damit. Kennt ihr das? Schon mal gesehen? Was ist los mit dir? Ich glaube, das kommt erst, wenn man den Fisch anfasst. Dann passiert was, weil auf jeden Fall, ich merke immer noch nichts, mir geht's gut. Weiß man denn einmal still? Dann muss ich kotzen. Er hat auf jeden Fall schon Tränen in die Augen. Boah, ist das ekelhaft. Soll ich dir Butterbrot schmieren? Nee. Ich versteh's nicht, du riechst doch dasselbe wie ich. Nö, aber jetzt wo ich ihn aufgepult habe, riecht er wie Carola Hofleich. Ich finde, es riecht wie bei mir zu Hause, deswegen kann ich da jetzt keinen Unterschied feststellen. Boah, das kann man nicht essen. Woanders sterben Kinder. Aber ich merke jetzt schon, die Gräten sind, glaube ich, eigentlich sehr zart. Ich nehme mal nicht deinen, ich nehme einfach mal einen anderen. Die Konsistenz. Huch. Wir nehmen einfach mal den anderen, wir nehmen mal den hier. Mmh, der sieht doch auf jeden Fall lecker aus. Ich weiß nicht, ob ich... Ich hab meinen eigenen, komm. Wir nehmen den ganzen Fisch rein und gucken mal, was passiert. Also, Prost Mahlzeit. Also ich weiß nicht, was ihr habt, das schmeckt auch richtig gut. Ich habe den Geruch, ich habe nichts mehr gemerkt. Aber ihr seht beim Draufbeißen, wie einfach nur alles Schwierige rauskommt und er einfach nur richtig abartig ist. Weil man kann auch nicht einfach reinbeißen. Er ist einfach so flabbermäßig. Und 1000 Gräten da drin, das ganze Ding. Ich glaube, man muss das wirklich Stück für Stück. Egal, ich beiß mich da jetzt mal durch. So, hier unten hängt was runter. Das kann man ja mal abschlabbern. Oder auch nicht. Man muss es ja auch nicht. Jetzt riecht's. Aber wirklich heftig. Wie eingeschissen. Ja. Original eingeschissen mit Salz auf jeden Fall. Ja, das Salz hier fehlt. Oh.
Was macht man damit? Ja. Nichts. Kleine Kinderegel. Oh, das ist schon der richtige. Ihr könnt. Nein, komm, wir müssen doch mal. Du hast ja noch eine Hälfte übrig. Vielleicht willst du dir doch mal was überstecken. Versuche ich weiter hier an dem. Will ich anderen. Was kann man denn essen? Alter, ich hab's jetzt extra klein gekaut. Und plötzlich habe ich nur noch Krebsen geschmeckt und dachte mir, jetzt runterschlucken, dann hast du einen Brocken wirklich ganz gegessen. Aber du kannst nicht schlucken. Beim Schlucken kommt der Würgereflex einfach und es fällt einfach nur raus. Also. Das sieht ja aus wie schon mal gegessen. Ich hab keine Ahnung. Wie soll man das essen, Mann? Hier, das hängt alles da. Es wird ja auch nicht gekotzt, Mann. Es kommt ja nur der Fisch einfach wieder raus. Nur das gibt's heute nicht sehen. Und der besteht halt wirklich fast nur aus Gräten. Ja, oder halt. Selbst hier, ich zieh so ein kleines Teil ab. Dreht sich der Magen auf links. Aber schon mal, dass du die Gräten wieder überall hängst. Aber machen wir uns nicht so sehr gemüffelt. Das, wo man jetzt am. Das riecht wie Eigeruf. Hier, der zerfällt auch komplett. Guckt euch das an. Einfach nur Gebambel. Gebambel mit Gräten. Schwingen fressen alles. Ja. Boah, jetzt habe ich es geschafft, mal das ganze Fleisch abzuziehen. Aber der Rest, weiß ich nicht, das bringt nichts. Normalerweise müsst ihr den ja auch unter dem Wasser öffnen, dass da der Geruch nicht so entweicht. Und dann müsst ihr den kräftig abspülen. Im Mietshäusern verboten. Dann ist das auch nicht so, dann ist das auch nicht so abartig, sag ich mal. Weil ich glaube, so wirklich aus der Dose essen, kann man das nur als Challenge machen. Aber ich glaube, keiner isst das wirklich ganz normal aus der Dose heraus. Es ist, wenn das mit den ganzen Gräten auch nicht wären, das geht mir eigentlich am meisten auf den Sack. Du willst draufbeißen und du merkst, du hast einen halben Busch in der Fresse. Und deswegen kannst du gar nicht zubeißen oder durchbeißen oder sonst was machen. Also, wir können ja hier nochmal... Das sieht ja aus wie so Kabinenlein. Da ist der Rest vom Ditschensalm, ja, ja. Den haben wir nochmal rausgefischt. Wenn man aber jetzt auf der anderen Seite das abzieht, nee, dann hat man auch fast nur Haut. Hier so einen schönen Hautlappen, jetzt ist er runtergefallen. Kann man denn hier nicht einfach irgendwo ein schönes Stück Fleisch abziehen? Das sieht doch jetzt ganz gut aus, oder? Ist Matsch, jetzt muss es nur noch runtergeschluckt werden. Ja, das ist ja so Matsch. Ich schaff's nicht. Ich kann's nicht schlucken. Das ist so ruhige Konsistenz, so wie Schleim. Hey, es ist weg. Wie lang? Ich habe ein Stück gegessen. Das meiste fällt eh einfach in den Body zurück. Guckt euch die Gräten an. Wollt ihr die mitessen? Seid ihr verrückt? Wir haben hier noch so ein schönes Filetstück. Schön. Das gönnen wir uns noch. Hab noch nie gesehen, so zu essen. Ja, mit Mund auf und... Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Jetzt erkenne ich erst den Wert dieser deliziösen Speise. Oh. Also nicht nochmal probieren. Nein, danke. In deinem Malereimer, Bruder. Ich glaube, den Rest müssen wir einfach wegschütten. Weil es ist... Oder verschenken. Dem schenkt man sowas. seinem Erzfeind höchstens. Aber Briefkasten. Ah.
Der okay. Geruch ging ja, aber bis ich nicht zermatscht habe, so, als wenn der Fisch der Darm noch gefüllt wäre. Mm, so riecht's ja. Wie AA. Ach, ich glaube, die haben vorher auch schon so gerochen. Ich glaube nicht. Also, wir haben es wenigstens mal ausprobiert. Öffnen ging schneller als sonst. Ich finde, ja, man probiert das ruhig mal aus. Es ist ja bei jedem anders. Wie gesagt, so viele Reaktionen bisher schon darauf gesehen. So viele Leute, die dabei gestorben sind, einfach nur beim Öffnen der Dose schon. So viele Reaktionen, als der Fisch, als sie den nur in die Hand genommen haben und so. Und wie gesagt, der Geruch diesmal. Es ist sicherlich wirklich unterschiedlich von Dose zu Dose. Vielleicht hatten wir Glück beim Geruch, aber Geruch, ja, es hat auch ordentlich rausgesprüht, sagen wir mal. Ja, die Gase sind entwichen. Vielleicht haben wir einfach kein Geruchsempfinden mehr oder so, ich weiß es nicht. Aber dann beim Testen, boah, und Essen, nee, wird man es jetzt auf jeden Fall eh nicht. Wir können aber mal einen Cut setzen hier. Und im zweiten Teil werden wir dann mal das, also den Fisch aus der Dose lassen, das mal auffüllen in zwei Gläschen. Zwei? Ja. Ich wurde zwar nominiert, das Süßströmingwasser auf Ex zu trinken. Der Flabby hat ja gesagt, boah, das ist voll eklig, ne? Aber er hat ja nicht das ganze Glas ausgetrunken. Und weil ich jetzt nur eine Dose habe, ich will nicht extra noch eine kaufen, nur dass der Ditschen auch mal probiert, werden wir einfach die ganze Soße aus der Dose aufteilen in zwei Gläser und noch im zweiten Video versuchen, das Süßströmingwasser auf Ex zu trinken als Challenge, denn dafür wurde man nominiert, okay, der Natururin auch. Mal gucken, ob das besser geht, da sind dann wenigstens keine Gräten dabei und ihr habt keine Konsistenz, auf der ihr rumkaut. Das war es aber, glaube ich, erstmal von meiner Seite aus. Das sieht schon aus wie Rotz. Ja, guckt's euch an. Der sieht ja eigentlich, der sieht ja so ganz chillig aus hier. Wie ein normaler Fisch. Ja, bloß eklig. Wie ein Fisch einfach nur. Und dann nehmt ihr den in den Mund und dann auf einmal. Okay, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich mach's nochmal an aus Spaß, nicht dass noch was passiert. Ja, was hast du gesagt? Der Geruch geht doch, ja. Riech doch nochmal. Nee. Und wenn ich's dir nochmal vor die Nase halte? Nee, du. Oha. Boah. Der Geruch geht auf jeden Fall.